So, genommen ins 3D. Nehme ich die Wand, ganz normale Wandeinstellungen. Ich lasse jetzt einmal, naja, ich kann doch schon mehrschichtig gleich. Und dann noch eine Deckeneinstellung, die mache ich auch gleich, mehrschichtig, Bodenaufbau. Na, mache ich einschichtig. Und nehme Stahlbeton. Decke. Und zeichne hier, das ist die Achsen, die kann ich noch einstellen, das habe ich ausgeschaltet. Fanghilfen. So, jetzt in diese Richtung 10 Meter, in diese Richtung 3 Meter, diese Achse 6 Meter, in diese Richtung 15 Meter, Steuerung 0. Ich habe noch nichts gezeichnet. So, jetzt kann ich da entlang der Achse drauffallen, Großschreibtaste drücken. So, und jetzt habe ich hier meine Bodenplatte. Dann kann ich natürlich meine Wände. Momentan würden sie falsch gezeichnet werden. Da wäre es richtig, aber ich bin ein Uhrzeigermensch. Drehe ich es um. Da einfach rundherum. Und nee, heran mit der 3D-Maus bin ich noch nicht so firm. Gut. Dann möchte ich unter Umständen noch eine Innenwand zeichnen. Müssen wir erst eine herrichten, das mache ich auf die Schnelle. Mehrschichtige Bauteile. Und zwar geht neu. Duplizieren. IW25 RLZ, okay, Dämmung verlegt raus. Hier wird auch ein Verbundskalk mit 15 mm. Okay, dann noch eine neue in IW10. Okay, sollte drinnen sein, passt. Dann die 25er Wand, die ich gerade gemacht habe, die hier. Die kann ich jetzt hier gleich direkt reinzeichnen. Das rechte Winkel. Verschneidet sich gleich automatisch. Brav. Hier ist die Achse hier. Schreibtaste. Wie sich. Schreibtaste bis hierhin und vielleicht noch eine Zehnerwand. Hier habe ich sie schon gemacht. Möchte ich vielleicht von hier, ne? Von hier Zehnerwand. Ja. Hat diesmal 25 stark, da habe ich mir sie genannt. Gut, egal. In HZ und hier natürlich auch 10 Stellen Zentimeter und schon ist es gemacht. Dann Fenster. Ganz normale. So, ich schlage die Wand gern wohl. Okay. Öffnen wir hier. Öffnen wir hier. Hier, diese Richtung, vielleicht noch eine Türe, vielleicht diese hier, dann hier, ist diese Richtung. So, natürlich kann ich das auch bei Zahlen eingeben, ist klar. So. Was ich hier habe,
kann ich natürlich auch gleich Steuerung A alles markieren, Steuerung C. Ich gehe ins nächste Geschoss rauf. Das erste Geschoss, Steuerung V. Daneben klicken, nehmen wir es erst her, Steuerung 3. Zwischen den Geschossen. Moment, ich schalte es kurz um. Ansicht. 3D-Darstellungsmodus, 3D-Stile, OpenGL und geht einmal auf 25 bisschen weiter. Okay. So, jetzt müsste die Ruckelei dabei sein. Ja, wieder. Dann setze ich jetzt hier noch. Gut, ich könnte den Beton der Decke, also diesen Beton, schwächer machen. Ich gehe mal in die Stahlbetondecke und was habe ich noch mit? Jetzt nehme ich das hier mit. So, jetzt gehe ich hier rein und sehe zum Beispiel Dämmung, EPS hat nur 660, Decke 770, mit dem fahre ich mal ordentlich auf. 775. Okay. Und schon verschwindet die Decke außen, weil jetzt die Dämmung stärker ist. Ich gebe jetzt ein Dach drauf. Im Mittedach, das heißt, wir finden, nehmen dieses hier. Ich nehme gerne den Dachvorsprung, nein, mehrschichtiges, und jetzt stellt er Holz, aber nur den Überstand, Leerreste, ja, kann ich dann raufsetzen, wo ich es brauche. Steuerung hat das T. Nimmt das Geschoss, geht ins zweite Geschoss drauf. So. Jetzt könnte ich noch einen Dachstuhl machen. Oder ich ändere hier diese blaue Linie. Dann mache ich einen offenen Giebel. Nehme diese Wände, die ich hier habe, und das Dach alle. Da habe ich nur die Wände, das Dach. Rechte Maustaste verbinden. Elemente mit Dachschräge drinnen, trennen. Und jetzt sage ich zu den Wänden, ihr seid höher. Keine Verknüpfung oben, dafür aber 15 Meter hoch. Schon passiert. Auch hier wieder muss ich dem Holz sagen, dass es stärker ist. Also den Bauholz stärker als alle anderen Schichten. Wieder hier. So, mal schauen. Bauholz. Ich habe die Hochlaufziegel und so weiter, und gebe ich mal ordentlich drauf. So. Das hier stelle ich kurz auf. Einschichtig und Glas. Dass man durchschauen kann. Glas, normal Glas. So. Jetzt können sich die Dachverschneidungen. Glas ist natürlich jetzt nicht mehr so stark, aber man sieht, wie die Wände ordentlich aufgezogen werden. Und ich habe hier mit Regina aus, um das zu drehen. Gell? Jetzt muss ich mich wirklich erst gewöhnen, dass das Teil da liegt. Ja, mit den höheren Frameraten ist der Rückgelei beinahe weg. So, rauf und herziehen ist nicht so einfach in meinem Gehirn. Aber gut. Aber es ist sehr viel weniger geworden und es dürfte irgendwie mit der Maus noch zu tun haben, dass der irgendwas fängt. Und dann schaltet Archicad um. Also es ist keine Sache des Treibers für die 3D-Maus, sondern eine Sache des Archicads. Eigentlich müsste die Fangfunktion hier komplett ausgeschaltet sein, während jemand irgendwas mit der 3D-Maus macht. Aber das ist nicht so. Gut, das wollte ich zeigen. Schöne Werbung.